Herzlich willkommen, mein Name ist Petok und heute seht ihr die erste Folge vom Whisky Battle. Das Whisky Battle ist eine Rubrik innerhalb meiner Videos, in der ich Whiskys vergleiche, die auf dem Markt Konkurrenten sind, weil das Alter oder der Alkoholgehalt oder die Art der Fassreifung sehr vergleichbar sind. In der heutigen Folge vom Whisky Battle treten an der Amrut Raj Igala gegen den Paul John Nirvana. Von der Papierform sind sie eigentlich identisch. Beide tragen keine Altersangabe. Beide sind mit dem Minimum von 40 Volumenprozenten abgefüllt, richten sich irgendwo an den Einsteiger durch Reifung in Ex-Bourbon-Fässern und es gibt auch der Preis wieder jeweils um die 30 Euro. Ich werde die beiden heute mal testen, werde sie auch miteinander vergleichen, einfach mal um so ein Feedback an euch zu geben, wer von den beiden ist denn die bessere Wahl. Ja? Der Amrut kommt ganz klassisch daher in der Standard Liquor Bottle, so kennt man das Etikett. Hier ist es jetzt mal blau unterlegt und nicht unbedingt gelb. 40 Volumenprozente hat er, ist nicht gefärbt, aber kühl gefiltert. Das ist beim Paul John identisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Amrut ist eine Brennerei, die ist in Indien auf jeden Fall etabliert, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, auch hier bei Deutschland, bei uns in Deutschland, relativ beliebt. Ich mag den Amrut Peated in Fassstärke wirklich sehr, sehr gerne. Wenn ich mal in der Vergangenheit ein Tasting mit internationalen Whiskys gemacht habe, da war dieser rauchige Amrut in Fassstärke immer der letzte Whisky, habe den auch oftmals blind ausgeschenkt. Da kam keiner drauf, dass es kein Islay Whisky ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Kollege hier ist natürlich eine ganz andere Preisklasse und der Reifegrad wird auch ein ganz anderer sein. Für 30 Euro wird man da nicht viel erwarten können. Ich bin dennoch gespannt, vielleicht überrascht er mich hier. So ein bisschen Bollywood-Feeling ist hier drauf anhand der Schriftart von diesem Raj Igala. In Summe klassisch. Der Paul John, der sieht schon ein bisschen stylischer aus. Ich mag diese braune Flasche. Ich mag auch dieses orangefarbene Etikett. In Kombination wirkt es schon so ein bisschen wie Handwerk, Kupfer. Paul John ist in Indien noch nicht ganz so etabliert, auch weltweit nicht so, was daran liegt, dass die Destille einfach noch nicht so alt ist. Dennoch mag ich die Whiskys sehr. Ich habe neulich mal auf meiner Facebook-Seite einen Livestream gemacht und habe mit den Genießern zusammen die drei Standards von Paul John probiert. Klasse Whiskys, war auch eine klasse Erfahrung für mich und deswegen bin ich mal gespannt, wie dieser Nirvana hier schmeckt. Das Etikett von der Haptik und auch die Box finde ich richtig geil. Das fühlt sich so richtig seidig weich an. Das ist cool gemacht. Ne? Hier die Liebe zum Detail. Das ist erhaben. Also hier hat man sich schon wirklich was einfallen lassen. Spricht mich jetzt auf jeden Fall vom Design ein bisschen mehr an. So, wenn ich so farblich vergleiche, geben sie sich eigentlich nicht viel. Der Paul John ist vielleicht ein Ticken dunkler. Wir haben ja ein goldenes, ja, ein goldener Farbton und hier ist es ein leicht heller Goldton. Ich bin gespannt. Der ist relativ simpel gehalten. Ich habe eine gewisse Süße in der Nase. Erinnert mich an so einen Mix von ja, Vanille und Karamell. Ja, eher Puderzucker. Vanille und Puderzucker, Karamell nicht wirklich. Und da hinten dran ist auch schon eine recht aromatische Eichenholznote. Die hat sowas leicht Nussiges. Ich bilde mir auch ein, dass ich ein bisschen Ingwer rieche. In Summe ist der Whisky aber sehr leicht, sehr mild. Wie alt mag er sein? Schwierig. Ja, das Klima beschleunigt die Reifung in Indien. Der Angel Share im Jahr ist höher, es verdunstet mehr aus den Fässern raus. Die Whiskys reifen einfach schneller. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, wie alt die Whiskys sind. Und man kann auch nicht wirklich was drauf geben, wenn der jetzt nur 4 Jahre alt wäre. Ganz einfach, weil er in den 4 Jahren viel intensiver reift. Aber der ist wirklich so ein vanilliger, cremiger in der Nase. So ein Schmeichler. So, der Paul John. Oh, der ist ganz anders. Ich habe direkt so eine säuerliche Orangennote mit drin. Erinnert mich ein Stück weit an Blutorange. Auch da ist hinten dran eine gewisse Eichenholznote schon da. Da kommt aber noch so ein Geruch mit. Der gefällt mir nicht. Der erinnert mich an sich ein bisschen an den Gin, an den Tanqueray Sevilla. Sind da nicht auch so, ist da nicht auch so Blutorangen-Flavor drin? Den trinke ich eigentlich ganz gern mal im Sommer als Gin Tonic, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Gin-Charakter im Whisky will. Dieses eine etwas merkwürdige Aroma, das gefällt mir nicht. Das riecht ein bisschen nach Plastik. Also die Blutorange, die noch im Plastiknetz drin ist. Okay. Slange. Der ist schön cremig im Mund, der hat ein angenehmes Mundgefühl. Der ist auch sehr elegant und süß auf der Zunge. Vanille einwandfrei. Puderzucker, eine gewisse Malzigkeit, Getreidenote.
Mit der Frucht tue ich mich ein bisschen schwer, die habe ich schon nicht gerochen. Ich schmecke es auch nicht wirklich. Und im Abgang kriegt das Ganze so einen leicht nussigen Touch. Das ist dann die Eiche. Kommt auch eine gewisse Trockenheit im Mund, die sich ausbreitet und die verdrängt dann diese anfängliche Süße. Also ein ganz klassischer Whisky, den könnte man auch blind nach Schottland legen. Ich würde gar nicht sagen, dass der so jung ist. Ich hätte ihn jetzt blind mit Sicherheit älter geschätzt als dieses Alter, das nicht vermerkt ist. Ich hätte wahrscheinlich schon gesagt, der ist 8 bis 10 Jahre alt, aber in Refill-Refill-Fässern gereift, sodass hier nicht mehr der viele oder der heftige Impact vom Fass da ist, sondern eher ein bisschen. Ja, bittere Tannine mit in den Whisky übergehen. Aber für einen vermeintlich jungen Inder für 30 € finde ich den auf jeden Fall nicht verkehrt. Der trifft halt so mein Beuteschema mit der Vanille. Na, da ist ein Aroma drin, das gefällt mir nicht. Kriegt jetzt auch so einen Touch von Früchtetee, so ein Potpourri an Früchten. Das ist alles super, aber da ist ein Aroma drin und das ist für mich ein Fehlaroma. Das gehört da nicht hin und das macht für mich das ganze Aroma nicht schön. Der hat einen schönen, spritzigen, säuerlichen Antritt, das mag ich. Dann switcht es in diese Blutorange mit rein. Ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich raus, weil das ist nicht so mein favorisierter Geschmack. Auch hier setzt die Eiche zum Abgang hin dezent mit einer Nussigkeit ein. Auch hier kommt eine leichte Trockenheit, verdrängt das Ganze. Wobei kann man jetzt schon pauschal sagen, der Amrut, der ist einfach auf der cremigeren, süßeren, vanilligeren Seite. Der Paul John hingegen auf der fruchtigen. Für mich persönlich ist da ein Aroma drin, das gehört da nicht unbedingt hin. Das trübt für mich den ganzen Eindruck. Deswegen ist der Sieger dieses Whisky Battles der Amrut Raj Igala. Klar spielt da mein persönlicher Geschmack ein bisschen mit ein. Ich mag diese vanilligen Whiskys und weniger diese orangenlastigen Whiskys. Wenn ich so neutral betrachte, dann hat der Amrut, würde ich sagen, hauchdünn die Nase vorne. Unterm Strich sind sie beide gut gereift, nicht zu komplex, nicht zu einfach. Für die 30 € kann man gerne mal über den schottischen Tellerrand hinwegschauen und mal einen indischen Single Malt Whisky ausprobieren. Empfehlen kann ich für das Geld beide. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!